Ja, wir haben wieder von ganz unterschiedlichen Perspektiven Ideen gehört, wie man Vermeidung von Fixierungen erreichen kann, wie es auch in einen rechtlichen Rahmen eingebunden werden kann und welche Lösungen es gibt, eben wo alle Beteiligten zusammenarbeiten. Und ich denke, gerade am Nachmittag sind einmal Praxisbeispiele bekannt geworden, wo man sagt, gut, das sind neue Ideen und das Fazit ist einfach ausprobieren, auch mal mutig was auszuprobieren und ja, Versuch und Irrtum. Und meistens entstehen da gute Ideen.